Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Lust auf dieses Video. Ich zeige euch heute 4 neue Lippenstifte, Liquid Lipsticks von Banana Beauty. Es gibt eine neue Limited Edition, eine Summer Edition sozusagen. Und ich habe hier 4 brandneue Farben, die ich mit euch ausprobieren möchte. Außerdem habe ich hier noch eine Waterproof Mascara. Die kennt ihr aber, glaube ich, schon. Die gab es schon mal, aber ich zeige sie euch trotzdem. Und ich möchte mit euch in diesem Video die Liquid Lipsticks ausprobieren, und wenn ihr Lust darauf habt und einen Rabattcode haben wollt, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Video beginne, wollte ich euch darum bitten, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert doch sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keine meiner Videos mehr und bleibt immer up to date. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir direkt mit den Liquid Lipsticks. Und zwar ist das eine nagelneue Limited Edition. Das ist die, ich muss gerade gucken, Life is Good Limited Edition. Also wirklich brandneu. Ihr seht es hier oben, ne? Die haben diese Laschen, das sieht aus wie Wasser, und ansonsten sind die pink gehalten. So sieht einmal die Verpackung aus, also das ändert sich ja auch immer pro Limited Edition, das sieht dann immer ein bisschen anders aus. Und ihr kennt die Liquid Lipsticks schon von mir, die sind wirklich gut, die sind auf Basis von natürlichen Ölen, also die trocknen die Lippen nicht aus, die haben eine sehr gute Haltbarkeit, ihr könnt damit essen, trinken, also die müsst ihr wirklich sehr, sehr wenig nachtragen. Ein bisschen müsst ihr die schon nachtragen, aber die haben grundsätzlich eine sehr gute Haltbarkeit, sind kussecht, und ihr könnt die auch in Masken tragen, also das finde ich ganz toll. Jetzt kommt ja bald wieder der Herbst und wahrscheinlich wird die Maskenpflicht wieder eingeführt werden, und dann brauchen wir natürlich was wir auf den Lippen haben, was dann auch hält, ne? Ich habe jetzt heute zum Beispiel einen Lippenstift drauf, den musste ich schon 3-mal nachtragen. Das nervt mich dann immer ein bisschen. Naja, auf jeden Fall würde ich euch die Farben jetzt gerne vorstellen und auftragen. Ich zeige euch mal gerade eben, ich fange mal hier mit der Farbe, das ist die Farbe Pinky Palms an. Die könnt ihr ja immer hier so aufziehen, diese Verpackungen. Das finde ich voll schön. Und hier innen sieht das dann halt eben aus wie Wasser. Wie Wasser, wie so ein Pool sieht das aus. Sehr, sehr schön. Under the Palms steht hier, und dann könnt ihr euch den Liquid Lipstick rausnehmen. Das ist einmal die Farbe, und zwar, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, Pinky Palms heißt die Farbe. Und hier haben sie das wieder ganz schön gemacht. Der Deckel sieht aus, als wäre hier Wasser drauf, als wären hier Wasserspritzer drauf gekommen. Also richtig, richtig schön gemacht. So eine Edition gab es schon mal und das gefällt mir so gut. So, den tragen wir uns jetzt mal gemeinsam auf. Also die haben immer so ein ganz kleines, schönes Applikatorfüßchen. Also da könnt ihr wirklich schön eure Lippen mit bemalen. Also das funktioniert super, weil die halt eben so klein sind, die Füßchen. So, das ist einmal die Farbe Pinky Palms aufgetragen und das ist die Farbe einmal geswatcht. Gefällt mir richtig gut. Schön für den Alltag, hat so ein bisschen was. Ist so eine Mischung aus Peach und Pink, also richtig schöne Farbe. Sehr schön für den Sommer, also das ist jetzt wirklich ein schöner sommerlicher Ton, der sagt mir richtig zu. Ihr bekommt auch wieder Sets, also es sind verschiedene Sets, die ihr bestellen könnt, wo ihr das dann kaufen könnt. Ihr könnt die Farben auch einzeln bestellen. Ich lasse euch den Link von Banana Beauty unten in der Infobox drin, da könnt ihr dann sehr gerne schauen. Und mein Rabattcode und mein Rabattlink ist auch unten drin, also wenn ihr über den Link reingeht, bekommt ihr den Rabatt direkt abgezogen. Da könnt ihr ja dann einfach mal schauen. Also das war Farbe Nummer 1. So, jetzt kommt die nächste Farbe dran und das ist Flamingo Pingo. Also irgendwie habe ich eben was verwechselt. Auf jeden Fall ist das hier ein Flamingo Pingo Pink. Ja, das ist so ein richtiges Pink. Schaut mal. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie mir das steht und wie das ausschaut. So, schaut mal, das ist einmal Flamingo Pingo und das ist der Swatch und das ist auf den Lippen und das ist der Lipstick. Da könnt ihr einmal schauen, so sieht das Ganze aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein schönes Pink. Also es ist jetzt kein zu krasses Pink. Es ist ein bisschen gedeckter und ich finde, das ist nochmal ein bisschen, ja, kräftiger wie die erste Farbe, ne? Also es ist eigentlich auch ein schöner Ton. Schreibt mal, wie ihr die Farbe findet. So, jetzt kommt eine Farbe für alle, die das Kräftige nicht so ganz feiern, und zwar Topless Nudie. Das ist ein nudiger Ton. Ich hole ihn mit euch gemeinsam raus. Ich habe mir die Farben auch noch nicht angeguckt. Ich habe sie nur einmal im Internet kurz gesehen. Das ist ein sehr nudiger Ton. Ihr seht es schon.
Der ist so ein bisschen, der hat so einen leichten rosa Stich mit drin. Ich trage mir den auch eben auf. So, das ist die Farbe einmal aufgetragen. Hier seht ihr den Swatch dazu. Hier ist einmal die Verpackung. Da könnt ihr euch auch euer Bild drüber machen. Den finde ich auch wirklich sehr schön. Und ich habe festgestellt, der ist meiner eigenen Lippenfarbe sehr, sehr, sehr ähnlich. Also der ist echt richtig nude. Geht so ein bisschen in die Rosé-Richtung. So ein kleines bisschen altrosa sogar. Also der gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ein super schöner Alltagston, auch wenn man die Lippen nicht zu arg schminken möchte, gefällt mir das sehr gut. Ich habe überall auch nur eine Schicht drüber, also ich habe nicht doppelt drüber gemacht, sondern wirklich nur einmal, die sind sehr deckend, die Farben. Es sind hin und wieder mal welche dabei gewesen in der Vergangenheit, die waren manchmal nicht so deckend, da musste man ein-, zweimal drüber gehen. Aber hier bei denen, also die decken jetzt alle richtig gut ab, mit einmal drüber gehen. Jetzt kommen wir zu dem letzten Ton aus dieser Limited Edition, das ist Hottie Red, also ein Rot. Ich mache es auch mit euch das erste Mal auf und es ist wirklich ein sehr krasses Rot. Das geht eher ins Orange rein. Seht ihr das? Also das ist schon ein bisschen eher orange. Ich trage es mir auf. Wir werden gucken. So, und das ist einmal die Farbe Hottie Red und die ist total geil. Habe ich mich richtig drin verliebt. Sofort beim Auftragen. Also ich finde die Farbe wunderschön. Das ist einfach so ein richtiges Blutrot, richtig geil für den Sommer, richtig schön auffallend, krass. Also hier habe ich es nochmal geswatcht für euch. Ich finde es Hammer, ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir mega gut. Was sagt ihr dazu? Ich finde, das ist fast auch die schönste Farbe. Also die erste Farbe fand ich auch ziemlich geil. Sind wieder richtig schöne Farben, alle vier, die gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Eine sehr schöne LE, wie ich finde. Und ja, die haben alle den gleichen Deckel, ne? Ihr seht es. Schreibt mal, welche Farbe bei den Lippen euch am besten gefallen hat bei mir. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Rot finde ich gerade am schönsten. Es ist auch gar nicht orange, wie ich dachte. Also die wirken manchmal in den Verpackungen durch das Glas ein bisschen, also durch das Plastik hier so ein bisschen anders, ne? Ich finde, hier auf der Hand und auf den Lippen sieht das schon wieder mehr knalliger aus, also mehr Rot statt Orange, und da darf man sich nicht von täuschen lassen. Also ich habe manchmal auch schon Farben gehabt, wo ich dann außen gedacht habe, naja, so eine hast du doch schon, und wenn ich es dann daneben geswatcht habe, war sie dann doch anders im Unterton oder so. Ja, also auf jeden Fall super, super schön. Das sind einmal die vier Farben. Jetzt ist noch eine Mascara mit in dieser LE drin. Die hatte ich auch schon. Die Mascara sieht einmal so aus. Das ist die Safe With Me Mascara und die hat auch diesen Deckel, wo eben diese Wassertropfen mit drauf sind. Wirklich wunderschön. Das ist eine Waterproof Mascara und die hat einmal dieses Sanduhrbürstchen, was ich so liebe. Also ich finde, dass die immer ganz toll sind beim Machen von Banana Beauty und die halten auch sehr gut. Also ich habe darüber auch schon mal ein komplettes Video gemacht mit meinen Lieblingsmascaren und da war Banana Beauty auch ganz oben mit dabei. Ich werde die Mascara auftragen, werde euch das jetzt einblenden, dann könnt ihr sehen, was die für einen Job macht. Ich kenne sie ja schon. Ich werde die nachher, wenn ich mich abgeschminkt habe, nochmal auftragen, damit ihr nur die Mascara seht. Und ja, seht dann halt, wie die Wimpern werden, wie die Länge ist, wie der Schwung geworden ist. Ich werde euch drei Schichten auftragen, dann könnt ihr genau sehen, wie das dann ausschaut pro Schicht. Also da könnt ihr euch dann euer Bild drüber machen. Das bekommt ihr, wie gesagt, auch in einem Set mit dabei. Und da könnt ihr dann einfach mal schauen, was für euch günstiger ist oder welche Farbe ihr unbedingt haben wollt. Ihr könnt es auch einzeln kaufen. Ich lasse euch auf jeden Fall alles dazu unten in der Infobox drin. Ja, meine Lieben, ich würde mich jetzt bei euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr da wart zum Schauen. Ihr wisst ja, wenn es bei Banana Beauty was Neues gibt, ich zeige es euch meistens hier. Also es gibt eigentlich nichts, was ich euch nicht zeige. Immer wenn es News gibt, werde ich euch die hier zeigen und ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr diese LE findet. Ich finde die total schön, die ist total geil und vier Farben finde ich auch total super. Ne? Da hat man so ein bisschen Auswahl, wenn man dann mal so ein Set haben möchte oder sowas. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei für alle weiteren Infos. Schreibt mal in die Kommentare rein, welche Farbe euch am besten gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Video ein Däumchen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüssi, eure Nicole.